Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil 1. In der letzten Folge habe ich so richtig geil gefailt. Aber ja, so muss es halt auch mal sein. Aber wir haben auf jeden Fall zwei Sachen gefunden. Ich bin mal gespannt, wo wir dies halt eben einsetzen können. Wir haben nur noch einmal zu speichern, Leute. Diesmal darf ich mich echt nicht dumm anstellen. Aber sonst mit den ganzen Stats sind wir gute Dinge. Wir haben noch 10 Schuss Reserve. Insgesamt halt eben 25 Schuss. Ja, mit dem Messer kann ich noch nicht so umgehen. Ich weiß nicht. Vielleicht kommen andere Zombies. Ihr habt das auch vorhin gesehen. Der eine war richtig flott unterwegs. Und ich würde mal sagen, ich gehe einfach wieder mal da zurück, weil ich will unbedingt diesen einen Schlüssel haben. Ach, und wenn ich andere Sachen finden sollte in der Zwischenzeit, dann ist halt ein bisschen blöd, weil ich weiß nicht, ob sich das Inventory halt automatisch weitet, weil so wie ich es halt eben von Resident Evil kenne, gibt es eigene große Boxen, wo man dann tatsächlich dann Sachen ablegen kann. So, habe ich bislang nicht gefunden. Hoffe, finde das demnächst. Sonst war's das mit mir. Dann kann ich nicht sammeln. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich sammle ziemlich gerne. Und ja, ich weiß nicht, kann ich eigentlich direkt auch dadurch? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Das war ja wieder so klar. Aber ganz ehrlich, Leute, dieses eine Ding da, was auf dem Flur so liegt, ey, der wird auf jeden Fall noch auferstehen von den Toten. Gut, dann bin ich jetzt mal hier oben. On the second floor. Was ist denn das? Ach, das habe ich vergessen. Ach, super, dass ich dann noch vorbeigegangen bin. Ach, das ist genau das, was ich halt ja eben gesagt habe. Wenn man halt irgendwie wieder von neu anfängt, dann ist irgendwas immer, was man zurücklässt. So, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ach, das war die andere Tür dort. Die da, ach ja, hier. Ach man, ich hoffe, der wacht da nicht mal eben auf. Sie ist auch da verschlossen. Waren das du? Also da sind wir gekommen. Und da eine grüne Pflanze. Leute. Super. Jetzt ist das alles voll, weil da ist noch eine. Wir können nicht mehr Objekte. Ach. Ich kann auch den Schlüssel dann nicht nehmen. Ach Mensch. Ich bin echt dumm. Gut. Dann würde ich mal vorschlagen, wenn wir schon die zwei Teile haben, dass wir eventuell einen Raum finden, wo wir tatsächlich mit denen irgendwie durchkommen können. Und wir haben ja nicht mal ansatzweise alle Türen durchsucht. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir gehen mal wieder im Empfangssaal und gucken uns mal in Ruhe die Karte an. Denn jetzt ist halt ein bisschen blöd. Das ist jetzt ziemlich, ziemlich beschissen. Ach Mensch, wenn ich jetzt bald nicht irgendwie so eine Blackbox finde, um die ganzen Sachen da zu saven, dann habe ich echt die Arschkarte gezogen. Ja, das ist halt Resident Evil 1. Da muss man natürlich mit Bedacht spielen. Die ersten drei Teile, das ist einfach so, sind die Klassiker schlechthin und meiner Meinung nach immer noch einer der besten Spiele, die es je gab und jemals geben wird. Ich bin einfach ein riesen Fan und ich liebe dieses Spiel. Und Moment mal, was ist denn da hinter mir? Seht ihr wie? Ach so, ja stimmt, das war doch dieses eine Teil da, was ich auch geklickt habe, da noch wo Barry da war, wo wir den Raum untersucht haben. Da kann man jetzt durch, das ist lecker. Das finde ich super. Sehr still. Extrem still. So. Mhm, da ist hinten auch noch was. Was ist denn das? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ja gut, Jill, stell dich doch nicht an, das ein bisschen hochklettern. Du hast ja eh genug hier Grabstein, aber hier... Nee, sag nicht, das ist zum Speichern. Das sieht so aus. Oh mein Gott. Ein zerbröckelnder Grabstein. Er trägt weder Namen noch Inschrift. Warum hat man eine eigene Villa und einen Garten mit Friedhöfen drinne? Also der Dude, der lässt sich's auf jeden Fall gut gehen, ey. So, was ist denn das hier? Mehr Objekte. Oh mein Gott, wir müssen das echt... Wir müssen uns das Ganze merken. Das sind Patronen, die ich brauche, du. Sieht lecker aus. Warum ist die Kameraführung so komisch? Ist da was? Nein. Okay. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Leute, ich denke, wir können diese
Pfeilspitze tatsächlich da verwenden. Verwenden. Ja! Jawohl! Och nö. Jetzt geht's da runter in den Katakomben. Ich glaube, ich spinne du. Och nö. Aber lass uns das schon mal untersuchen, wenn wir schon da drinnen sind. Oh Gott, hört ihr das? Ach du Scheiße, was ist denn da drinnen los? Okay, hier sieht's echt gruselig aus. Ziemlich gruselig. Und das scheint auch... Was ist denn das hier? Ein Buch ist in die Einbuchtung eingepasst. So, Buch der Verfluchung mitnehmen. Buch der Verfluchung. Uiuiuiui. Prüfen wir das Ganze mal. Es trägt den Titel Buch der Verfluchung. Super. Ein Schlüssel. In dem Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen? Ja. Sie haben folgendes. Hausschlüssel. Okay. Buch der Verfluchung. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Ende. Das ist echt lecker. Ach, Leute. Irgendwie ärgere ich mich, dass ich das jetzt gespeichert habe davor. Eine Statue mit einem Loch anstelle des Auges. Eine Statue mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Eine Statue mit einem Loch anstelle der Nase. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle des Mundes. Okay, wir haben ja hier dieses komische Teil hier. Vielleicht können wir das ja irgendwie verwenden für irgendetwas. Ich weiß gerade nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich da... Das brauchen sie jetzt nicht, sagt sie mir. Ja gut, wir müssen uns das auf jeden Fall merken, dass hier ein Schuss Magazinpatronen da rumliegen. So verlockend und gut. Denn, ja, es ist schon ziemlich blöd jetzt, dass wir tatsächlich nichts machen können. Aber vielleicht geht dieser Schlüssel nun hier. Nein, tatsächlich nicht. Aber es gibt Räume, die auch verschlossen waren und die kein Symbol brauchen jetzt ein bestimmtes. Deswegen müssen wir mal gucken, wo wir hin könnten. Erst einmal, ja, muss ich mal schauen, wie ich das Ganze, ja, wie soll ich sagen... Ja, ich brauche auf jeden Fall so eine Box jetzt, dass ich gewisse Sachen da reingeben kann, sonst bin ich einfach am Arsch. Ich wollte eigentlich die Karte einsehen, wenn mich nicht alles täuscht. So, gut. Ich denke mal, wir gehen dann nochmal rein, beziehungsweise in den Raum, wo Barry war. Denn da waren ja auch Türen, die waren verschlossen. Vielleicht können wir diesen Schlüssel eben für diese Tür verwenden. Ansonsten, zweiter Stock oben, da müssen wir uns auf jeden Fall viel merken. Da kommen wir nicht drum rum. Also wenn ihr auch so nett und lieb seid, könnt ihr auch gerne mich darauf hinweisen, wenn ich Sachen übersehen habe. Bitte nicht spoilern, es geht nur lediglich um die Sachen, die ich übersehen habe. Und gucke mal, das fängt ja schon mal gut an. Das habe ich auch nicht mitgenommen, das habe ich auch komplett vergessen. Gut, dann müssen wir uns das auf jeden Fall merken. Ich denke, mein Verlauf wird überhaupt ganz anders jetzt nun vonstatten sein. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu sehr das Problem sein. Aber gucken wir mal, was wir jetzt nun machen können. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Gut. Und das? Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Okay, das ist diese Tür, die auf jeden Fall was Bestimmtes braucht. Aber das habe ich ja jetzt nicht. Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Ach, dann sind wir schon direkt zur richtigen Tür hingelatscht. Das finde ich super. Ich kann jetzt wirklich nur hoffen, dass wir tatsächlich was finden, wo wir unsere Sachen verstauen können. Ach, aber ich denke mal...
Ist es da eine Truhe? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe das noch sehr vage in Erinnerung, dass es auch bei den Karten angezeigt worden ist. Aber gucken wir mal. Ein Haufen Gewürze, die sie noch nie gesehen haben. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. So, Pistolenmagazin mitnehmen. Yep, das brauchen wir auf jeden Fall. Ach, Gott sei Dank haben wir das auch. Oh, ich habe mich entrüstet. Was soll denn das? Das soll eben nicht sein. Auf den Tellern wimmelt es von Maden. Okay, sonst haben wir echt nichts mehr. Puh, ich kann echt nur hoffen, dass wir echt bald eine Truhe finden, Leute. Och, nö. Was ist denn das? Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Aha, das heißt, wir müssen auch noch einen Stromzufuhr finden, damit wir tatsächlich, hierher kommen. Und ich denke, dieser kleine Pedobärchen, der so, ja, sehr wohlhabend auf dem Boden liegt, wird auch bald erwachen. Was zur Hölle geschieht jetzt? Okay. Okay. Ach, jetzt kommt wieder so ein Klassiker. Nein! Jetzt habe ich das verschwendet für diesen kleinen... für diese kleine Makrele, Alter. Bleibst du jetzt auf dem Boden liegen? Eine Munition verschwendet. Und ich denke, du bist jetzt down, oder? Bist du down, Brudi? Ja, er ist down. Ach Mist. Das ärgert mich jetzt. Ach Mensch. Ja, gut, für uns bleibt einfach nichts anderes übrig. Es ist so, wie es ist und wir müssen das Beste daraus machen. Aber ich muss jetzt ernsthaft schnell jetzt irgendwie die Truhe finden. Sonst kriege ich die Krise hier. Denn wir haben echt noch viele Sachen, die im Haus rumliegen und die echt von Wichtigkeit sind, dass wir halt auch noch... Habe ich noch eine... Ja, ich habe jetzt hier noch eine Pflanze zum Beispiel, damit ich echt ernsthaft, ja, noch Sachen kombinieren kann und mir Heilung halt eben mitnehmen kann, beziehungsweise auch zurücklegen kann als Reserve. Es ist alles hier verschlossen. Das war alles nicht geplant. Ach man, das ist echt alles nicht geplant. Ja, das ist auf jeden Fall... Hört ihr das? Warum sind Raben da? Oh mein Gott. Da sind Raben plötzlich da. Oh mein Gott. Also ich werde die jetzt nicht angreifen. Ich werde mich jetzt langsam fortbewegen, weil die sind auf jeden Fall auch so sehr aggressiv, die Dinger. Und ich kann nur hoffen, dass sie nicht plötzlich... Oh mein Gott, schnell durch. Schnell, schnell, schnell. Schnell, ganz schnell durch. Mann, Leute, echt. Es kann doch nicht sein, dass ich ja irgendwas übersehen habe. Aber es gibt noch einen Raum, da wo ich am Anfang war. Vielleicht kann ich da durch. Falls ich jetzt nicht einen speziellen Schlüssel brauche. Aber das ist jetzt so ein Ding. Aber... Ich gucke mir das Ganze nochmal an. Viel machen kann ich sowieso nicht. Denn ich bin voll. Und ich will nur mal kurz gucken, ob die Pflanze noch da ist. Ich habe die, glaube ich, jetzt irgendwie übersehen. Aber ich denke, ich werde auf diesem Raum, also in diesem Raum nochmal reingehen. Das ist von der anderen Seite verschlossen. Wo ich tatsächlich dann... Ach hier, die Pflanze ist noch da. Schlüssel habe ich auch. Hausschlüssel, noch ein Hausschlüssel. Hausschlüssel. Ein Schwert ist darin eingraviert. War nochmal ein Schwertsymbol? Das haben wir doch irgendwo. Ach, ich gehe einfach mal... Ich gehe tatsächlich, glaube ich, dahin zurück. Damit ich zu diesem Schwertsymbol... Also, durch die diese Tür gehen kann. Ach, ne. Weil sonst wäre das echt blöd. Nur bloß hier nicht hektisch werden.
Nicht hektisch werden, nicht hektisch werden. Alles ist super. Gucci, 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 Gucci. Ja. So, ich glaube, ab jetzt können wir jetzt richtig durchstarten. Ach Mensch. Vielleicht muss man auch die Raben umbringen. Ich glaube, da war irgendwas mit einem Schlüssel oder so. Oder ich bilde mir das wieder ein. Gut, hier ist Rüstung. Da ist auf jeden Fall Rüstung. Ich bilde mir echt ein, dass die Seite von dieser Tür, die wir brauchen, tatsächlich da ist, wo wir ganz am Anfang waren. Wo wir die Karte bekommen haben. Da kann ich mir gut vorstellen, dass hier eine Box ist. Und wenn nicht, dann habe ich echt keine Ahnung, was das Spiel von mir will. So. Denn wir müssen echt dann auch in Zukunft gucken, wie wir halt eben mit den Speicherständen eben vorankommen, weil wenn das echt so knapp wird, weil ich kann ja nicht hier nach jedem Pfad quasi dann immer speichern. So, gucken wir uns mal diese Türe an. Sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Yes! Es war tatsächlich da drinne. Super. Klasse. So, und wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt auf jeden Fall irgendwo. Verschiedene Skulpturen und Töpferwaren. Super, Jill. Was ist denn hier? Mein Gott, ich dachte, das wäre irgendwie so eine Box. Dabei war das nur ein Lichtschalter. Ach, ich denke, zu kompliziert. Verwechsel schon Lichtschalter mit irgendwelchen Stromleitungen, die von Wichtigkeit wären mit so einem Code. So. Oh mein Gott. Kann man das eigentlich schieben? Ha! Wirklich? Und was bringt mich? Bringt das jetzt? Oh. Okay. Immerhin habe ich jetzt noch einen. Das ist mir hier zu still, Leute. Das ist mir hier zu still. Hier gibt es nur einen Haufen dekorativer Teller. Mhm. Das kann man auch schieben. Okay, anhalten oder so kann sich es nicht. Dann müssen wir das auf diese eine Seite schieben. Wow, Magazin, Magazin, nicht Magazin. Yeah. Okay, ich habe alles vollgeladen. Ich bin gut. Aber das heißt nichts Gutes, Leute. Immer wenn man bei Resident Evil irgendwelche Munitionen findet unterwegs, ein bisschen Gras, dann ist immer irgendetwas. Gut, ich dachte, jetzt kommt eine Spielefrequenz dabei. Ist es nicht der Fall? Sie haben den Dietrich verwendet. Oh Gott. Ich komme überall hin, aber ich kann nichts mitnehmen. Das ist Einschränkung pur für mich. Oh mein Gott. Tschüss! Ich glaube, ich kümmere mich erst drum später. Also, nee. Da lassen wir noch Zeit. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Was ist denn hier? Wir kommen tatsächlich überall rein. Irgendwie flutscht das ja förmlich. Okay. Das Wasser funktioniert anscheinend noch. Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpseln ziehen. Ja. Vielleicht ist er ein Schlüssel oder so. Kann man ja nicht wissen. Oder ein Zombie liegt da. Das wäre der Klassiker schlechthin. Ja, habe ich ja gesagt. Jetzt habe ich mich gar nicht erschrocken, weil ich mich schon psychisch drauf vorbereitet habe. Und das ist schon wieder dieser kleine Frankenstein, du. Oi. Aufsteigen muss gekonnt sein, weißt du das? Ach Gott sei Dank, müssen wir jetzt nicht unsere Munition verschwenden. Ja, das ist leider echt eklig. Das kann ich auch verstehen. Und da ist tatsächlich was. Ja, noch sicher möchte ich das mitnehmen. Ja. Das ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Jetzt hast du auch noch deinen Teil dazu beigetragen. Also ich denke nicht, dass du jetzt noch dran schrubben wirst. Ja gut, dann haben wir das auch hier erledigt. Das war wahrscheinlich nur so ein No-Name-Raum.
Aber natürlich haben wir was Wertvolles mitgenommen, denn man kann davon echt nicht genug kriegen. Und dann hätte dieser Spastikus mich nicht so angegriffen und ich kann jetzt gerade echt schlecht sehen, du. Oh, was war das jetzt? Dann hätte ich noch 3 davon, also 3 Stück davon. Aber ich krieg echt bald hier die Krise, das kann echt nicht sein, du. Oh, das ist wieder sicher so ein Rätselhaus. Sieht mir schon danach aus. Ich glaube da nicht, dass da irgendwie... ja, eine Box ist. Na, hier scheint etwas gebrannt zu haben. Ein strenger Geruch hängt in der Luft. Staffeleien und Bronzenstatuen. Hier ist nichts Interessantes. Gut. Aber das ist doch nichts. Gott, ja. Okay, ich mache mir erstmal keine Sorgen wegen dem Speichern. Erstmal, wow, Baby, du siehst ja fett aus. Aber ich kann die nicht mitnehmen. Scheiße. Dich hätte ich echt gebraucht, du. Ach, scheiße. Was ist denn das? Also es scheint mir wie so ein Stock da zu sein oder so. Aber vielleicht soll das nur die Textur eines Kissens darstellen. Ach, Mensch. Naja. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal komplett zurück und speichern einfach. Denn die Suche muss einfach weitergehen, was eben die Box angeht. Das tut mir auch echt leid. Jetzt können wir uns nicht wirklich auf die Geschichte konzentrieren, aber es ist von Wichtigkeit, sonst komme ich eigentlich nicht weiter. Das ist traurig. Vielleicht werde ich mich dann ein bisschen im Internet informieren, halt jetzt laut Karte oder so, weil irgendwie habe ich das Gefühl... das muss eigentlich angegeben sein. Aber ich check das entweder nicht. Also ich nehme mal an, alles was blau ist, sind wir durchgegangen. Alles was rot ist, ist eben verbleibend. So, das sind ja noch einige Räume. Und es ist sonst nichts angezeigt. Das heißt, vielleicht muss ich sie tatsächlich erstmal finden, dass sie auch angezeigt wird in der Karte. Und ich werde auf jeden Fall im nächsten Part nochmal die linke Seite durchforsten und echt mal gucken, ob ich da weiterkomme. Ansonsten habe ich jetzt irgendwie ein scheiß Gefühl, wenn ich durch diesen Flur gehe. Weil da war es ja schon mit dem... ja, ich muss es. Ja, du kleiner... böser Hund. Ganz böse. Ich wusste es. Die sind so hartnäckig. Die habe ich schon in jedem Teil gehasst. Ja, die hasse ich immer noch. Die sind nur meine Hunde. Aber diese infizierten Wracks, die gehen mir so ein... Beifuß! Oh Gott, das hat mir jetzt so leid getan. Ich nehme es zurück. Ich liebe auch infizierte Hunde. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. So, da will man natürlich zurück. Dann will man geschmeidig speichern, weil man ja so viel Equipment bei sich hat. Und was ist? Da kommt dann so ein Köder und frisst mir Munition auf. Das ist ja... nee. Ach Gott. Aber dafür liebe ich dieses Spiel. Ich will ja nicht jammern. Und ich sollte mal gehen lernen. Danke. Ja, die Kameraführung ist ein bisschen echt blöd, aber es ist halt einfach dieses nostalgische Feeling von damals. Und ich finde es auch richtig toll so. Barry. Oh, Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Oh Gott, das ist doch eine schöne Nachricht, dass Barry noch lebt. Ich liebe Barry Boughton. Der ist echt... das ist mein Held. Ja. Aber nicht Jill, die gerade so durch die Statue hindurchlaufen möchte, beziehungsweise auf Säule da. Ach Gott. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall das Ganze nochmal gründlich durchsuchen, weil ich brauche echt langsam etwas, um mich da
ablegen zu können. So, dann werden wir mal speichern. Ich mache mal Nummer 3, die Sicherheit. Und ich denke mal, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.